Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem neuen Video. Wie ihr an dem Titel ja schon erahnen konntet, geht es heute um diese Kiste hier hinter mir, und zwar meine Putzkiste. Ich habe ja auf Instagram gefragt, ob ihr euch für ein Video interessiert, in dem ich euch einfach mal zeige, was ich alles so in meiner Putzkiste habe. Ich habe sie jetzt also heute aus dem Stall mitgebracht, habe hier alles vor mir ausgebreitet, einmal hingelegt. Und wie ihr euch denken könnt, ich habe vorher nichts geputzt. Natürlich nicht. Ist ja auch Putzzeug. Ich mache das zwar auch ab und zu immer mal sauber, natürlich. Aber um es so real wie möglich zu halten, habe ich jetzt vorher einfach nichts davon mehr geputzt. Es sieht hier sonst auch nie wirklich ordentlich aus. Ja, zu meiner Putzkiste kurz. Meine Putzkiste ist von Waldhausen. Die ist ganz einfach eigentlich gestrickt. Hat hier zwei Fächer, ein kleineres und ein größeres. In dem großen ist immer mein ganzes Putzzeug an sich drin, die Bürsten. Links habe ich immer so ein bisschen Foxfire und Schere, so Kleinigkeiten, was man halt braucht. Und hier oben, das kann man noch so beiseite schieben. Und das hat der Jim leider mal kaputt gemacht, das lässt sich nicht mehr so schieben. Da ist noch mein Hufkratzer drin und so auch ein bisschen Kleinigkeiten. Ja, die gibt es, habe ich mittlerweile auch schon länger. Gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Ich habe sie in schwarz genommen, weil ich schwarz am neutralsten finde. Wobei alles, was jetzt in meiner Putzkiste drin ist, nicht ganz so neutral ist. Aber das seht ihr jetzt. Fangen wir einfach mal an. Ganz banal. Ich habe zwei Hufkratzer in meiner Putzkiste. Warum auch immer. Vor allen Dingen, ich könnte mir mal wieder einen neuen kaufen, wie man hier sehen kann. Der ist schon ein bisschen, ja, nicht mehr so wirklich schön. Den gab es, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr zu Weihnachten von unseren Stallbesitzern. Der war in der kleinen Geschenktüte drin, die wir jedes Jahr kriegen. Ich habe einen pinken bekommen. Ja, den habe ich eigentlich eine Zeit lang benutzt, weil der Tim ja so leichte Strahlfäule hat, um damit die Watte in den Strahl reinzudrücken. Zum Hufauskratzen habe ich ihn noch nicht benutzt, weil ich da halt immer gerne einen nehme, der auch das Bürstchen hat. Aber ja, der könnte mal ausgetauscht werden. Dann habe ich natürlich auch in Pink meine Schere zum Mähenschneiden. Wobei, wie der Hufkratzer vorhin auch schon, die Schere ist mittlerweile so stumpf. Die könnte ich auch mal austauschen. Ist auch keine spezielle Schere gewesen, sie war einfach pink. Und ich bin ja so das typische Mädchen und deswegen wollte ich unbedingt eine pinke Schere haben. Ja, könnte ich mittlerweile mal austauschen, wie gesagt. Aber gut, noch tut sie ihre Dienste. Dann habe ich, oh je, die ist auch schon uralt, so eine kleine Zange. Wenn es in der Zeckenzeit ist, ist es sehr hilfreich, wobei ich sagen muss, dass der Jim wirklich immer sehr, sehr gut verschont bleibt von Zecken. Ich glaube, in der Zeit, seitdem ich ihn jetzt habe, was ja jetzt auch schon 8 Jahre sind, hatte der eine Zecke. Und wie man sehen kann, ich weiß nicht, es ist hier auch schon so richtig vergilbt. Man sieht hier so richtig schön den Unterschied. Aber gut, ja, ich habe sie halt in der Putzkiste drin für den Fall, dass ich sie mal benötigen sollte. Habe ich seit 8 Jahren noch nicht, aber man weiß ja nie, ne? Was habe ich noch in meiner Putzkiste? Ein Mähnenkamm. Der war wie der pinke Hufkratzer auch mal in einer Geschenktüte von den Stallbesitzern. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im selben Jahr war oder danach. Auf jeden Fall war er auch mal in einer Weihnachtsgeschenktüte drin. Den benutze ich wirklich eigentlich auch total selten, weil ich eine richtig schöne Bürste habe zum Mähnebürsten. Deswegen, also er liegt zwar gut in der Hand und hat auch eine schöne Breite, aber irgendwie benutzen tue ich ihn trotzdem nicht wirklich oft. Die Mähnebürste, die ich wirklich immer benutze, ist die wunderschöne von Oster. Das Einzige, was hier immer so ein bisschen störend ist, finde ich, ist diese Schlaufe, aber gut. Natürlich habe ich mir die gekauft, weil es rosa ist. Da kommt das Mädchen ja in mir durch. Wie ihr wisst, der Jim hat ja nur ein pinkes Outfit und deswegen dachte ich mir, kann wenigstens was in unserer Putzkiste Mädchenfarben sein. ich finde, die liegen total gut in der Hand. Die ganzen Produkte von Oster habe ich wirklich sehr gerne. Sie passen natürlich auch gut zusammen, klar. Aber ich finde einfach so vom Griff her und von dem Material her mag ich die wirklich sehr gerne. Die gibt es auch überall in Blau, deswegen habe ich auch noch nicht alles. Weil meistens ist es so, wenn ich in den Reitsportläden bin,
haben die Bürste, die ich noch gerne hätte, allerdings dann in Blau. Aber es soll ja alles zusammenpassen, ne? Kommt ja wieder die Schicki-Tante, Schibi-Schabi-Tante oder wie auch immer ihr es nennen wollt, in mir durch. Deswegen habe ich davon noch nicht alles, wobei man wahrscheinlich auch alles gar nicht braucht. Deswegen habe ich aber auf jeden Fall ein paar Produkte, die seht ihr jetzt gleich auch noch. Ja, die Bürste benutze ich eigentlich täglich, Schweif und Mähne. Wie gesagt, ich mag sie sehr gerne, liegt gut in der Hand. Ja, das ist meine Mähnenbürste. Um direkt weiterzumachen mit den Osterprodukten, habe ich hier noch, oh ja, wie ihr sehen könnt, total eingestaubt, einen Ostermassagestriegel. Der hat hier so richtig coole Noppen. Den benutze ich eigentlich nicht täglich, aber immer mal, wenn ich den Gym wirklich ausgiebig putze und ihm was Gutes tun will, dann gehe ich damit immer so schön über den Rücken, massagemäßig natürlich. Ich fand den damals eigentlich ganz cool, weil die Noppen kann man halt so schön verbiegen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich glaube schon so. Die kann man halt echt schön verbiegen und ich finde, es fühlt sich auch ganz angenehm an und der Gym genießt es auch wirklich jedes Mal, wenn ich ihn damit mal eine Massage zukommen lasse. Pferd müsste man sein, ne? Ich meine, immer so hier so schön mit so Bürstchen abbürsten lassen. Das ist ja eigentlich wie jeden Tag eine Massage. Ja, schön. Ja, dann, um direkt weiterzumachen, habe ich diese Bürste hier. Keine Ahnung, wie sie heißt. Ich glaube, sie war von Haas. Kann man gar nicht mehr so wirklich erkennen. Die benutze ich, habe ich eine Zeit lang früher immer benutzt, um den Staub aus dem Fell zu kriegen. Wobei ich sagen muss, das funktioniert gar nicht so gut. Für was ich die aber wirklich total gerne benutze, ist nach dem Reiten, um damit alles einmal abzuputzen. Also meine ganzen Schabracken bürste ich danach immer mit ab, dann nimmt die wirklich super das Fell runter. Die Gamaschen mache ich damit auch gerne mal sauber. Bandagierunterlagen, also die ist wirklich top, um damit alles mögliche von irgendwelchen Sachen runter zu bürsten. Staub, Haare, Sand, Dreck, was auch immer. Und dafür benutze ich die eigentlich. Also ich habe die wirklich selten auf dem Gym, obwohl ja, doch ein paar Gym-Haare dranhängen. Vielleicht meine Reitbeteiligungsmädels. Ich benutze die wirklich für den Gym eigentlich kaum. Also eher, wie gesagt, für irgendwelche anderen Produkte im Stall. Machen wir weiter. Natürlich, wie jeder Reiter, habe auch ich Magic Brush. Warum jetzt gleich zwei? Keine Ahnung. Ich habe mir damals die Packung gekauft. Wollte unbedingt die rosane, habe dann die Packung mit dem Lila gekauft. Ich glaube, Petticoat hieß die damals. Eigentlich benutze ich fast nur die rosane. Die lilane, ja, sieht eigentlich noch mehr aus wie neu. Ich finde die halt wirklich total vielseitig. Die sind wunderbar. Man kann die wirklich für alles Mögliche verwenden. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, das habe ich irgendwo in irgendeinem Video online gesehen, wenn man die umdreht und dann so über das Pferd streicht, kann man sie als Schweißmesser verwenden. Allerdings finde ich auch, zieht sie dann wirklich gut die ganzen Staubreste so mit ihrer Kante hier raus. Also da sammelt sich dann wirklich hier drinnen richtig schön der Staub. Von daher ist das wirklich eine gute Bürste, um Staub rauszukriegen. Ja, viele benutzen die ja auch, um damit die Hufe sauber zu machen. Da muss ich jetzt sagen, dafür benutze ich sie eigentlich gar nicht. Habe ich jetzt nicht den, ja, finde ich jetzt nicht, dass sie da besser ist als irgendeine Wurzelbürste. Ich benutze sie wirklich eigentlich, ja, ich bürste nach dem Reiten oft damit drüber. Für was benutze ich sie denn noch? Ja, wie gesagt, nach dem Reiten, wenn der Gym sehr eingeschweißt ist, kriege ich damit wirklich sehr, sehr gut den ganzen Schweiß immer raus. Wenn er irgendwie was Eingekrustetes hat, probiere ich es auch immer mit denen, wobei ich da dann eigentlich schon eher immer mit der Wurzelbürste drüber gehe. Ja, es ist halt eine Around-Bürste, wer Magic Brush kennt, weiß, was ich meine. Ja, die kann man wirklich für alles verwenden. Und sie sehen dabei halt auch noch toll aus und sie sind unkaputtbar. Die habe ich jetzt schon, ich weiß gar nicht wie lange, aber ich schmeiße sie dann alle paar Wochen mal in die Waschmaschine, dann sehen sie wieder aus wie neu. Sieht man ja auch, die ist eigentlich kaum benutzt, die liegt nur in der Putzkiste rum. Und die ist halt auch schon ein bisschen ausgeleiert hier unten, aber wirklich, die sind unkaputtbar. Kann ich nur empfehlen, Magic Brush sind wirklich tolle Bürsten. Ja, weiter geht's mit dieser kleinen Kopfbürste. Da hängen ein paar Haare dran. Wie gesagt, ich habe es vorher ja nicht geputzt. Das ist so eine von Jims Lieblingsbürsten. Ich glaube, die war von Imperial Riding, aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe sie damals eigentlich nur mitgenommen,
weil sie dem Osterputzzeug sehr ähnlich ist von der Farbe her und sie auch dieses selbe Material hat und sehr gut in der Hand liegt. Und weil sie rosa Bürsten hat. Ja, ich bin ein Mädchen. Ich benutze die eigentlich für Jims Kopf und für die Nüstern, weil der Jim echt, der ist so ein Schupperfreak. Also der liebt es total, wenn man mit irgendeiner Bürste so durch sein ganzes Gesicht putzt und bürstet. Und da kann ihm die Bürste eigentlich nicht fest genug sein. Je fester, desto besser. Mit der Wurzelbürste möchte ich allerdings nicht so gerne durchs Gesicht gehen. Deswegen habe ich irgendwann die gefunden und habe mir gedacht, ach komm, tu dem Jim einen Gefallen und nimm die Bürste mit. Ja, das ist sozusagen unser Kopfbürstchen. Ja, dann habe ich hier meine Osterwurzelbürste. Die habe ich jetzt noch gar nicht so lange, deswegen sieht die auch noch relativ neu aus. Ja, liegt, finde ich, richtig gut in der Hand, weil sie halt auch hier so schön geformt ist und so abgerundet ist. Und weil sie rosa ist. Deswegen liegt sie natürlich nicht gut in der Hand, aber ihr wisst, was ich meine, sie sieht halt schön aus. Bing, bing, bing. Ja, ich finde, sie könnte sogar fast noch ein bisschen fester sein. Aber sonst bin ich mit ihr sehr zufrieden, auch dass sie ein bisschen längere Borsten hat als meine vorherige Wurzelbürste. Ja, sonst, was soll ich da groß zu sagen? Stinknormale Wurzelbürste für mich. Fangen wir dann. Ja, dann habe ich hier meinen Striegel. Striegel? Kardätsche? Striegel. Striegel. Ich bin echt voll der Profi, oder? Der ist von Haas. Der ist halt auch so echt richtig cool biegbar. Den habe ich... Oh Gott, der sieht total... Wie sieht der denn aus? Ich zeige euch das jetzt einmal. Also wie ihr seht, ne, wunderschön vorher geputzt. Nicht. Den habe ich von meiner besten Freundin mal bekommen. Vor Jahren. Der ist von ihrer alten Stute gewesen. Oder ich glaube... Sie hatte damals sogar zwei und deswegen habe ich ihn bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall liebe ich den. Der ist wirklich, der ist nicht so fest. Der ist schön, wirklich super zu biegen und da kann man überall so richtig schön drüber bürsten. Deswegen, also den liebe ich wirklich und kann ich auch nur empfehlen. Er ist zwar blau und nicht pink, aber gut, irgendwann finde ich ihn in pink oder rosa. Ja, dann kommt mein Striegel. Die lag... Ich glaube, vor 2 Jahren auch mal in unserer Geschenktüte zu Weihnachten vom Stall. Die hat auch so echt schöne Borsten, aber wenn ihr so seht von oben, die ist schon ein bisschen rausgezupft teilweise. Ich benutze die echt gerne, weil die auch wirklich einen schönen Glanz auf dem Pferd hinterlässt. Hat hier auch wirklich sehr großzügigen Lederriemen. Also da passen ja fast 2 Hände von mir rein. Da passen 2 Hände von mir rein. Und wie gesagt, sie hinterlässt einen wunderschönen Glanz auf dem Pferd, deswegen mag ich die wirklich sehr gerne und habe damals auch meinen alten dann irgendwann aussortiert, weil der halt auch schon echt kaputt war. Was habe ich noch hier? Ja, dieses Handschuh-Ding. Da kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu sagen. Ich weiß nicht, wo es her ist oder von welcher Firma. Den hat, ich glaube, die Maren irgendwann mal mitgebracht. Der hat hier so Noppen auf der Rückseite und vorne halt Bürsten. Und die Maren nutzt ihn eigentlich nur, ich nutze den eigentlich kaum. Und sie nutzt ihn sehr gerne im Fellwechsel, weil dann kann man immer schönes Fell, also das sammelt sich schön da drauf und dann kann man das einfach so abziehen wie so ein Teppich. Ich finde die Bürste jetzt nicht so gut, weil auch die Noppen nicht so lang sind, dass du wirklich lange da drüber schrubben kannst. Und dann hast du immer nur so ein paar Haare da drauf, die du abziehen kannst und dann ist halt immer relativ schnell wieder alles voll. Ich bin nicht so der Fan von der Bürste. Ich nutze die eigentlich auch nie. Die Maren nutzt sie dann eher. Seitdem liegt sie in meiner Putzkiste rum. Dann habe ich hier noch so einen schicken, coolen, weiß ich nicht, flauschi Handschuh. Gab es leider nicht im Pink, deswegen ist er lila. Ja, der soll auch so ein bisschen den ganzen Staub aus dem Fell rausnehmen. Kann ich jetzt nicht so wirklich behaupten. Ich habe ihn zwar schon lange und ich benutze ihn auch ab und zu mal, aber mega begeistert bin ich davon jetzt nicht. Ist halt einfach so ein pinker, kuscheliger Handschuh. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsbürste. Das ist die Haas Diva. Ich liebe diese Bürste.
auch wenn sie ein bisschen teurer ist. Sie hat auf der Innenseite, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann hier, wunderschönes Lammfell von der Firma Mattes drin und hat an der Seite dann nochmal Haarborsten. Und die ist wirklich, die zaubert einen total schönen Glanz aufs Pferd und liegt gut in der Hand. Die hat auch hier so einen echt guten Lederriemen, da passt meine Hand wirklich gut rein. Ja, wie gesagt, ich benutze sie super, super gerne und ist meine absolute Lieblingsbürste. Da bürste ich mit, wenn ich mit allem fertig bin, immer mit der einmal noch über das komplette Pferd drüber und dann glänzt der wirklich total schön. Also durch dieses Lammfell, das zieht wirklich, das sieht man sogar. Ich weiß nicht, ob ihr das so in der Kamera sehen könnt, aber da ist wirklich richtig der Staub drin. Ne? Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn sie ein bisschen teurer ist, kann ich euch genauso wie die Magic Brush sehr empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe diese Bürste. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne sie vorher geputzt habe. Ja, gibt es auch noch in einer rosa Variante mit kleinem Schleifchen drauf, wie ich jetzt allerdings erst gesehen habe, nachdem ich sie schon hatte. Aber gut, irgendwann ist die bestimmt auch nicht mehr so schön, dann kann man sie ja mal austauschen. Und dann habe ich sie auch in rosa. Wahrscheinlich gibt es sie dann nicht mehr in rosa, aber gut. Ja, das waren jetzt erstmal so meine... Alles voll mit Pferdehaaren hier. Ja. Ich sagte ja, ich habe es vorhin nicht geputzt. Hätte ich vielleicht doch mal tun sollen. Mein Schatz ist hier gerade nicht zu Hause und sieht das Chaos hier. Schatz, ich liebe dich. Was habe ich noch alles in meiner Putzkiste? Das waren jetzt erstmal die ganzen Bürsten, die bei mir immer so in der Kiste drin sind, die ich tagtäglich benutze. Ja, dann gehen wir einfach mal zu dem zweiten Teil meiner Putzkiste. Da habe ich so ein paar Pflegeprodukte drin. So Kleinkram, was man halt immer mal so im Spind hat. Angefangen mit Ölpflegetüchern. Die nutze ich immer ganz gerne, um... Der Tim hat manchmal so eine sehr verdreckte Nase, Nüstern und damit kriegt man wirklich sehr viel Dreck raus und das hinterlässt so einen schönen Duft und dann ist die Nase so schön weich und dann würde ich da am liebsten den ganzen Tag drüber streichen und der Tim mag das ja auch so gerne an seiner Nase. Dann hat er wie so eine Babynase. Ja, dafür benutze ich die. Man kann natürlich auch damit übers Fell gehen, dann hinterlassen die halt so einen ganz leichten Ölfilm, aber das Pferd glänzt sehr gut. Ist ein guter Trick, wenn ihr Bilder machen wollt. Würde ich allerdings nicht so oft mal verwenden, weil sonst fängt sich halt nur noch mehr Staub in diesem ganzen Öl, was ihr über das Fell so drüber streicht. Deswegen, ich benutze sie eigentlich nur für die Nüster. Dann habe ich Watte, weil, wie ja vorhin schon kurz erwähnt, hat der Jim immer mal wieder Strahlfäule. Und das sind jetzt Wattebällchen, die kann man so auseinanderziehen. Die habe ich auch immer in der Putzkiste drin. Und die stopfe ich dann immer in den Hufstrahl rein, wenn es mal wieder so weit ist, dass ich das mal wieder ein bisschen behandeln muss, um den komplett trocken zu legen. Und die sind halt einfach einfacher als diese handelsüblichen Wattepads. Das sind halt einfach so Bällchen und wie man hier sehen kann. Sieht aus wie so ein riesengroßer Wattebausch. Und die kann man wirklich wunderbar auseinanderziehen und sich das genau so zurecht machen, wie man es dann gerade für den Strahl braucht. Was auch für den Strahl in meiner Putzkiste ist, ist das Kevin Bacon Hoof Solution. Das hat innen drin schon direkt einen Pinsel. Tada! Oder läuft sogar runter. Das mache ich momentan alle 2 Tage auf den Hufstrahl drauf. Damit habe ich bisher wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Hufstrahl wird immer besser, die Strahlfäule ist fast wieder weg. Und das habe ich einfach in meiner Putzkiste drin, immer alle 2 Tage drauf. Oder wenn es halt wirklich akut ist, dass er wieder irgendwie so einen Strahlschub hat, sage ich jetzt mal. Dann benutze ich das auch natürlich täglich und auch mit der Watte zusammen. Funktioniert gut, kann ich wirklich nur sagen, gutes Produkt. Dann habe ich für die Strahlfäule noch von Löstau den Hufstrahl oder die Hufstrahl-Lotion. Die habe ich eine ganze Zeit lang benutzt, bevor ich das Kevin Bacon benutzt habe. Ja, man kommt halt mit dieser Spitze schon ein bisschen besser an den Strahl an sich ran. Ich kann jetzt allerdings nicht sagen, dass sie wirklich viel gebracht hat. Ich habe sie halt noch fast leer, könnte ich mal wegschmeißen bald. Ich habe es noch in der Putzkiste drin, würde es jetzt noch leer brauchen und dann kommt es auch weg, weil damit habe ich jetzt nicht wirklich gute Erfahrungen gemacht. Da nutze ich dann wirklich lieber das Kevin Bacon, was ich euch eben gezeigt habe. Das funktioniert wirklich viel, viel besser.
Ja, dann habe ich noch in meiner Putzkiste Mähnengummis in Schwarz. Die sind jetzt wahrscheinlich auch schon 10 Jahre alt. Ich habe die einmal benutzt, als ich mit dem Gym einmal Turnier gegangen bin. Und seitdem sind wir ja so oft Turniere gestartet, nämlich keins. die ja, fliegen einfach in meiner Putzkiste rum. Die könnte ich auch mal in den Keller packen, wohl brauchen. Tue ich sie ja wirklich eh nie. Dann habe ich eine Wunderwaffe. Das habe ich mal von meiner Reitlehrerin gezeigt bekommen. Beziehungsweise sie hat mir den Tipp gegeben. Der Gym schuppert sich im Sommer ja ganz gerne mal die Mähne auf. Und dann hat sie gesagt, geh in den Aldi und kauf dir diese Körperlotion oder auch Bodylotion. Die gibt es nochmal in einer dunkelblauen Variante und das ist jetzt die mit diesem Hellblau für normale Haut. Die schmiere ich dem Gym, sobald er anfängt, sich an der Mähne ein bisschen zu schubbern, einfach oben schön direkt auf den Mähnenkamm drauf und massiert es so ein bisschen ein. Und das ist wirklich eine absolute Wunderwaffe, die kostet vielleicht 2 Euro und hilft super, super. Also damit kriege ich das beim Gym immer sofort nach 1-2 Mal benutzen, total gut im Griff und schmiere es immer nur nach Bedarf auf. Also da kaufe ich mir gar nicht irgendwie was Teures gegen Schuppern. Die tut es wirklich sehr gut. Ja, und was ich noch in meiner Putzkiste habe, sozusagen last but not least, ist Foxfire. Das ist so mein Mähnenspray. Mähnen- und Schweifspray. Oh Mann, jetzt habe ich auch noch einen Zungenbrecher. Das benutze ich schon ganz, ganz viele Jahre lang. Die Flasche fühlt sich voll komisch an, weil das da drin so hin und her schwabbelt. ja, da kann ich gar nicht so wirklich viel zu sagen. Ich benutze es halt immer mal wieder alle paar Tage, wenn ich Schweif und Mähne käme und da wirklich viele Knoten drin sind. Ja, jetzt ämme ich mir hier einen ab. schon wieder. Geil. Kennt ihr dieses Trinkspiel? Immer wenn ihr euch was anguckt und derjenige, jedes Mal, wenn er dann M sagt, müsst ihr da drauf einen trinken. Ich weiß, die gucken voll viele Kinder zu, es tut mir jetzt total leid. Aber für diejenigen, die schon über 18 sind, das macht voll viel Spaß. Funktioniert bei meinen Videos auch besonders gut, weil ich sehr, sehr gerne M sage. Ja, also mein Mähnenspray. Lasst es euch schmecken. jetzt kann ich nur noch M'en. Oh mein Gott, jetzt kriege ich gleich voll den Lachflash. Um damit jetzt zum Ende zu kommen, wenn die Flasche leer ist, werde ich mir das erstmal nicht mehr kaufen, sondern werde mir das Mähnenspray von Karen Dale Martin kaufen, weil ich so ein kleines Verpackungsopfer bin und mir die Flasche dann natürlich auch wieder besser gefällt. Das ist die Marke, wo ich auch das Fliegenspray von habe, mit dem bin ich wirklich total zufrieden und deswegen werde ich dann umschwenken. Foxfire ist natürlich nicht schlecht, kann ich überhaupt nichts Schlechtes zu sagen, aber das Verpackungsopfer in mir natürlich möchte gerne eine andere Flasche haben, deswegen werde ich dann einfach wechseln. Ja, das war mein Putzkastenvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war zwischendurch natürlich auch immer ein bisschen lustig für diejenigen, die jetzt wirklich davor sitzen und kurze trinken. Alle anderen, die noch nicht 18 sind, macht es bitte mit Wasser oder Fanta oder Sprite. Ihr werdet sehen, ihr habt danach einen totalen Wasserbauch. Alle anderen, die über 18 sind, viel Spaß. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir den Daumen hoch gebt oder gerne auch unten in die Kommentare was schreibt. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!